Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das da, ne, erstmal ich. Ich bin der Sashi und das da ist der Daniel. Und der Daniel ist heute hier, um mich mal ein bisschen zu unterstützen. Ich weiß gar nicht warum, aber ist so okay. Ne? Ja. So, hat er Bock drauf. Ja. Ja. Wir haben heute den 29. Dezember und am 29. Dezember haben wir natürlich wieder ein Geburtstagskind, das zu erwähnen wäre. Jude Law. Jude Law. Jude Law oder Jude Law? Jude Law. Jude Law, genau. Das ist, heißt ja eigentlich David Jude Haworth Law. Hat er richtig gekürzt. Ja. Der hat er nicht Sherlock Holmes gemacht und so ein Kram? Der hat der talentierte Mr. Ripley gemacht. Ach, da stimmt, der hat er auch mitgespielt. Unterwegs nach Cold Mountain. Kenn ich nicht. Gattaca. Kenn ich nicht. Kenn ich auch nicht. Kann nichts Wichtiges gewesen sein. Nee, er ist auf jeden Fall 1972 in Lewisham, London geboren. Ja, der ist so, das ist ein Schönling, glaube ich. Das ist ein richtiger. So ein schön geföhnter, ja. Ja, aber richtig schön. Mhm. Aber ich glaube, da stehen die Mädels drauf auf den Typen. Ja. Ach komm, ja. Am 29. Wie das bei mir war früher. Die Frauen sind mir hinterhergelaufen ohne Ende. Gut, da habe ich noch Handtaschen geklaut. Aber ja, so ändert sich das halt. Ja. Ja, es ist halt der Lauf der Dinge. Ne? Mhm. Irgendwann klaut man keine Handtaschen mehr und die Mädels wollen nicht mehr. Bleib so aus, so ist das. Ne? Genau. Weiter geht's. Ja. Am 29. Dezember 1226. Ach du liebe Gott. Ja, 1226. Mhm. Da wurde der Braunschweiger Dom St. Blasi. Und ich habe lange darüber nachgedacht, was man Witze machen kann, ist mir nichts eingefallen. Nach 53 Jahren Bauzeit fertiggestellt. Mhm. Ja. Kann man nichts zu sagen zu St. Blasi, fällt mir nichts ein. Ja, wäre auch alles zu flach. Selbst der Flache fällt mir nicht ein. Komisch. Ja, naja, am 29. Dezember. 418. Nach 418? Du bist ja noch früher. Ja, Logo. Hammer. Wird in Rom Bonifatius, ich hätte jetzt fast der heilige Bonifatius gesagt, Bonifatius zum Papst ausgerufen, aber halt die Heiligsprechung, die kam erst 30 Jahre das nach seinem Tod. Ja, ja, das, okay. Aber so ist er halt heute bekannt, der heilige Bonifatius. 1418 nach Christi Geburt war das so in Rom. Ich würde mal interessieren, die Regie hier hat ja das da tatsächlich aus dem Netz recherchiert, das Ganze. Ja. Und ob wirklich es wirklich stimmt, dass am 29. muss man reinziehen, am 29. Dezember 418, da bestimmt irgendwas, das kann doch gar nicht sein. Das ist so genau auf den Tag, dass man das heute noch weiß, oder? Ja, wenn es einer weiß, dann der Vatikan und dessen Gefolge, die schreiben doch alles haarklein auf. Ach, ist Gott, doch, ja. Doch. Am 29. Dezember 1845 wurde Texas als 28. Staat in die USA aufgenommen. So, jetzt guckst du blöd. Ja, Texas. Texas. Schönes Lied von Helge Schneider. Ist es ein Lied oder ein Film? Beides? Ich glaube ein Film. Ein Film, ja, ein Film. Also Texas ist der Film. Ja, schon, stimmt, dieser Cowboy-Film. Ja, genau, ich weiß nicht, ob es dann auch ein Lied von gibt, aber bestimmt auch ein Lied gemacht. Mhm. Ja. Fandest du gut? Fand ich ganz witzig. Ja. War mal was anderes. War was anderes, was ich aber auch mit Texas immer wieder in Verbindung bringe. Diesen Film von Nastassja Kinski, kennst du? Paris, Texas? Nee. War ich sehr verblüfft, dass es in Texas und Paris gibt. Ja. Naja, Texas halt. Ja, also das ist in Texas gibt es einen Ort, der heißt Paris. Ja. Echt? Es gibt aber auch einen Film, der Paris, Texas heißt. Was willst du mir jetzt sagen? Ach, Schuld nur mal labern. Ja, ich habe mal was Neues. Heute am 29. Dezember müssen wir uns natürlich schon mal reinreden in die Silvesternacht. Ne? Wir müssen uns so ein bisschen warm quatschen, weil in der Silvesternacht ist ja ganz wichtig, irgendein dummes Zeug zu erzählen. Ganz, ganz viele schlaue, doofe Sachen. Du machst eine falsche Handbewegung. Und wie mache ich es? Ja, du musst ja normalerweise, unsere Witze sind doch alle so. So, aber so unter, nochmal unterirdischer. Aber flach. So unter. So. So, okay, entschuldigen Sie. Ja, genau. Mhm. Ja, und dann könnt ihr schon mal, morgen könnt ihr noch mal reingucken und übermorgen könnt ihr noch mal reingucken. Dann habt ihr für die Silvesternacht so viel bescheuerte Informationen, die notwendig sind, um am 31. Dezember auch tatsächlich mal einen richtigen Knaller irgendwie mitzunehmen fürs neue Jahr. Loszulassen. Cheerio, Sophie.